Servus Leute und willkommen zum nächsten Tutorial von Applied Energistics. Wir haben uns im letzten Tutorial schon so ein bisschen die Basics angeguckt und haben uns vor allen Dingen auch angeguckt, wie wir den Inscriber automatisieren, auch mit einer SAG-Mill schon und haben da eigentlich schon relativ tief ins System reingeguckt. Jetzt geht es nochmal eigentlich ganz von vorne. Wie funktioniert das Applied Energistics System und so ein bisschen die Basics hinsichtlich dem Autocrafting? So, wie funktioniert das Ganze? Am Anfang steht auf jeden Fall ein Energy Acceptor. Geht Strom rein, ist gut. Dann könnt ihr danach eine Dense Energy Cell oder eine normale Energy Cell setzen, die im Prinzip nichts anderes ist, außer ein Stromspeicher. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Solarpanels habt, die in der Nacht keinen Strom liefern, wird diese Dense Energie oder die Dense Energy Cell gibt Energie ab an den ME Controller. So, der ME Controller kennt ihr schon aus Applied Energistics 1. Hat hier aber nur eine Blockfunktion und da kann man nichts machen. Also ich klicke jetzt hier rechts und jetzt links. Jetzt habe ich ihn getötet. Ganz toll. Aber dieser ME-Controller hat sonst tatsächlich nichts. Nichts zu tun, außer dass es eine Blockstruktur bildet. So, diese Blockstruktur lässt sich beliebig oft verlängern. Hat den Hintergrund, ihr habt ja auf jeder Seite quasi 32 Channels, die rausgehen. Ja, also hier haben wir Dense-Kabel, da seht ihr 0 von 32 Channel. Das heißt, in jede Richtung habt ihr 32 Channel und somit könnt ihr schon euer AE-System deutlich erweitern, indem ihr weitere Controller baut und dann hier zum Beispiel ebenfalls wieder eine Kiste hier wegbaut. Ne? Somit, das ist die einzige Sache, die der ME-Controller momentan hat. Und wenn der so leuchtet, hat er auch Energie. Der ändert auch seine Farbe. Wenn er rot leuchtet, hat er keine Energie. So. Es gibt drei unterschiedliche Kabel, die habe ich letztes Mal schon erklärt. Es gibt einmal das Dense-Kabel mit 32 Channel, dann gibt es das Smart-Kabel, das nicht das ist, sondern Smart-Kabel, nehmen wir jetzt irgendeins, ist vollkommen wurscht. In grün, meinetwegen. So, dieses Smart-Kabel zeigt im Prinzip nochmal die 8 Channels an, die aber genauso auch beim normalen Glaskabel vorhanden sind, das auch das günstigste Kabel ist. Und hier seht ihr nur nicht, wie viele Channels ihr habt. Aber trotzdem gehen hier 8 Channels ab. Insgesamt dürfen auf der Leitung halt hier genau an dem Punkt hier nur 32 Channels ankommen. 32 Channels heißt 32 Sachen oder Datenleitungen zu einem AE-Komponenten. Ja? Das werdet ihr gleich sehen. So, ich habe mir hinten mal Strom hingelegt und fürs Autocrafting brauchen wir eigentlich nur Folgendes. Und zwar einen, ich stelle mal hier auf Survival, ups, einen Molekular Assembler, so, und wir brauchen eine Crafting Unit. So, da gibt es mehrere. Und zwar gibt es eine normale Crafting Unit, es gibt Crafting Co-Processing Unit, es gibt Crafting Monitor und Crafting Storages. So, im Prinzip braucht ihr tatsächlich für ein Autocrafting nur eins von diesen 4 Storage Cells. Jetzt gibt es 1K, 4K, 16K und 64K. Und die unterscheiden sich nur in der Art und Weise, wie große Rezepte abgefackelt werden können. Das heißt, wenn ihr eine 64K Storage habt und die verbunden habt, jetzt habe ich natürlich kein Dings, so, dann kann ich hierüber jetzt theoretisch in meinem System Sachen craften, die bis zu 64.000 Kilobyte, also 64 MB, haben und die Rezepte, je nachdem wie groß die sind, also wenn ihr jetzt ein High Voltage Solar Array craften wollt, dann hat es vielleicht 2 MB. Wenn ihr davon 10 craften wollt, dann hat es vielleicht dann 20 MB. Keine Ahnung, ob das so linear hochgerechnet wird, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Das heißt, ihr könnt hier auch theoretisch die 1K nehmen und für kleinere Rezepte ist die dann absolut ausreichend. Und der Vorteil ist, ihr könnt die zusammenstacken. Wenn ihr die zwei zusammen verbindet, habt ihr hier 2 MB insgesamt. Und das ist ziemlich nice. So, auch haben wir hier jetzt erst 2 Channels, weil wir haben das Ding mit einem Channel und das zählt als Block. Und hier geht trotzdem nur ein Channel weg. So,
Das hat den Vorteil, dass wir tatsächlich jetzt auch schon theoretisch zwei Sachen nebeneinander craften können. Ja, deswegen rentiert es sich auf jeden Fall am Anfang, mehrere 1K Storage Units zu haben, weil dann hätten wir jetzt hier zwei, da oben drei, also insgesamt fünf Crafting-Rezepte können wir gleichzeitig anstoßen. Ja, was mitunter ziemlich cool ist und die richtigen Hardcore-Sachen, wo man jetzt hier eine 64K-Sache braucht, die kommen erst noch. So, dann gibt es eigentlich, es gibt noch eine Blockstruktur, die man hier bauen kann, die aber aus meiner Sicht relativ wenig Sinn macht, aber die werde ich vielleicht noch irgendwann zeigen. Was man sich noch überlegen kann, ist der Crafting Co-Processor, Co-Processing Unit. So, die kann man nämlich dazu bauen. Okay, in dem Fall nicht, weil die funktioniert dann nicht mit dem, mit einer zweiten Einheit. Und die hat den einzigen Effekt, dass quasi, wenn innerhalb eines Rezepts mehrere Sachen gleichzeitig gemacht werden müssen, das heißt, ihr habt auf der einen Seite muss gerade Glas gecraftet werden oder Glaspanes gecraftet werden und auf der anderen Seite müssen, Wooden Planks gecraftet werden, dann ist da hier quasi ein zweiter Prozessor, der die Sachen simultan abarbeiten kann, ja. Hat mitunter seinen Vorteil und ich weiß gar nicht, ob man mehrere draufstecken kann. Nee, man kann nur einen draufstecken. Ja. Genau, so. Damit haben wir jetzt schon zwei sehr mächtige Crafting Units, die sind hier weiter angeschlossen. Wir haben zwei Channels weiterhin, die Co-Processing Units brauchen keinen Channel. So, wir brauchen jetzt aber unseren Molekular-Assembler und ich mache mal hier ein Smart-Cable ab, damit wir das dann auch sehen. Ups. Achso. So, Smart-Cable. So, weg. Jetzt natürlich nicht das gleiche Smart Cable. So, wir brauchen unseren Molecular Transformer, der verbindet sich hier schön. Und zwar braucht er eine Seite, indem er Strom bekommt. Also die Kabel funktionieren immer so, dass sie auch Strom erzeugen. Auf den anderen Seiten brauchen wir jetzt vor allen Dingen Interfaces. Und zwar die ganz normalen ME-Interfaces. Und auf der natürlich brauchen wir noch ein Import-Bus. Import-Bus im Vergleich zum Export-Bus importiert Sachen ins System. So kann man sich das ein bisschen merken. Import importiert ins System. So, dann setzen wir hier mal einen Import-Bus drauf und an jede andere Seite ein Interface. So. Die Sachen müssen jetzt alle miteinander verbunden werden und das könnt ihr dann mit einem Glaskabel machen, das ist vollkommen wurscht. So, bam. Ach, ich kann nicht fliegen. So, hier, bam, bam, bam. So, jetzt seht ihr hier, wir haben 5 von 8 Channel verbraucht. Das ist 1, 2, 3, 4 und oben 5. Strom zählt nicht dazu. Deswegen gehen auch erst die Channels ab hier ab. Ja, und hier gehen 5 weiter. So, alles gut. Jetzt können wir theoretisch schon craften. Und zwar craften wir, indem wir in die Interfaces hier die Rezepte reingeben. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier 4 Seiten, an denen wir Rezepte reingeben können und haben gleichzeitig den Import-Bus, der das Gecraftete dann rauszieht. So, natürlich brauchen wir jetzt eine Art von Storage. Da nehmen wir gerade den ME-Drive. Den haben wir, habt ihr den Basics auch schon gesehen. So, das brauchen wir nicht mal. Den setzen wir dann hier hin. So, schön. Und jetzt brauchen wir noch eine große Storage-Einheit. Genau, nehmen wir die hier. Okay. Egal, wir brauchen erstmal nur eine, das ist vollkommen okay. Und damit ich euch das Ganze zeigen kann, das, was wir sowieso brauchen, ist ein Pattern Terminal. Das klatschen wir jetzt auch einfach mal da dran. Wobei, das funktioniert nämlich nicht. Das Ding muss nämlich an einem Smart Cable hängen. Beziehungsweise an einem normalen Kabel. So, jetzt können wir hier Sachen schon reinschmeißen. Tam, 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 tam. Ja, und wir sehen, dass hier schon Bytes verbraucht werden und das Ganze in das System wandert. So, jetzt brauchen wir Blank Patterns. Die Geschichte hier. So,
Gehen wir mal rein. So, hier, das ist die Variante, wo ihr Rezepte bauen könnt. Das haben wir, glaube ich, beim Inscriber schon gemacht. Und wir nehmen uns jetzt einfach ganz normal Wood zum Beispiel. Hier, bam. Hauen wir ins System und sagen dem, okay, ein Wood. Und dann sagt er selber, werden 4 Oakwood. So, mach hier einen Code. Und schon habe ich diese Pattern da. Gebe das hier in ein Interface rein. Und kann dann hier mir Patterns craften lassen. Zum Beispiel 10 Stück. So, dann sagt er mir, ich habe 3 Wood zur Verfügung, daraus werden 12. Ich habe jetzt hier CPU Prozessor 0 mit 65 MB und CPU Prozessor 1 mit 1 MB auch mit dem Co-Prozessor. Hier oben seht ihr, jetzt ganz leicht verschwommen, hier sind 40 Bytes braucht dieses Rezept. Ja? 40 Bytes, ja? Das heißt, wir sind hier ganz weit weg von den 65.000 und dementsprechend kann man hier jetzt einfach Auto sagen, beziehungsweise würde es sich sogar empfehlen, eigentlich die kleinere Variante mitzunehmen. So, jetzt seht ihr schon, wie schnell das gecraftet wurde. Das ist ratzifatzi fertig und das Ding wurde in dem hier gecraftet und geht über den Import-Bus direkt in das System wieder rein. Wir können eigentlich auch, wenn wir schnell genug sind, mal hier nochmal 100, Start, dann sehen wir, wie das hier drin gecraftet wird. Ja, und das geht sofort ins System zurück und wird hier verbraten. Gut, das ist im Prinzip schon das eigentliche Autocrafting, weil so funktioniert es. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich aus jedem, aus allem, was ihr hier habt, Rezepte bauen und dem dann sagen, okay, crafte mir Schwerter, ich brauche Sticks. Ja, das sind dann auch aufeinanderbauende Rezepte. Ich brauche hier Sticks. Ich habe keine Patterns hier, doch hier. Genau, also 2 Dinger ergeben 4 Sticks. So, gebe ich dann ins Autocrafting rein. So, dann kann ich Sticks mir machen. Jetzt nehme ich mir mal 4 raus und hole mir noch schnell Iron. Ingots. So. So, und sage dem jetzt, okay, ich möchte eine Schaufel haben, die funktioniert so. Eine Pickaxe, ja. So, dann möchte ich aber auch das gleiche als Schaufel haben, so. Und ich möchte noch eine Axt haben, so, meinetwegen. Die 3 Rezepte gebe ich jetzt da rein, bam, 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 ist es übrigens egal wo. Und kann die Sachen jetzt hier craften lassen. So, das Interessante ist jetzt, ich habe jetzt gar keine Sticks, beziehungsweise ich nehme die Oakwoods auch nochmal weg. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier 10 Pickaxes haben, sagt er mir, okay, er hat 3 von dem Oakwood, er hat 30 von den Ingots, das ist okay, er muss 12 von denen craften, daraus craftet er dann 20 von denen und daraus craftet er 10 von dem. So, und das ist natürlich jetzt ein bisschen flotter, besonders, ja, wobei in dem Fall ist der Co-Prozessor unerheblich, beziehungsweise vielleicht macht er hier ein bisschen Speed. Wir sagen jetzt hier einfach mal Start, gucken mal da rein, da wurden jetzt Sticks gemacht und da sind schon die ersten Pickaxes. Und ihr seht schon, das ist so ein bisschen zickzack und wäre natürlich optimaler, wenn ihr quasi aufeinander aufbauende Rezepte in verschiedene Molekularassembler gebt. Das ist natürlich dann die Kür dahinter. Ja? Aber so könnt ihr aufeinander bauende Rezepte craften lassen oder als Pattern reingeben lassen. Und das funktioniert mit allem. So genau in dieser Art und Weise macht ihr ein High-Voltage Solar Array. So, das war's von dem Auto-Crafting an sich. Ja? Mehr braucht ihr nicht wissen. Oh, ich brauche aber meinen Flugmodus. So, mehr ist es eigentlich auch nicht. Und so könnt ihr alles weitere ins Autocrafting reingeben. Die nächsten Folgen gehen darum, wie wir Maschinen ins System bringen und vor allen Dingen auch, wie wir Fluids ins System bringen. Das sind die Sachen, die ich mir momentan auf den Zettel geschrieben habe und mit euch durchgehen möchte. Ja, und bis dahin hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute. Give them hell or save them? Schalter steht auf save them. Ich glaube, das müssen wir mal ändern, oder? Viel Spaß.